Moin, am Freitag. Ich befinde mich gerade im Bildstedt im Aufzug vom Parkdeck und ich will mal nach TK Maxx gucken. Svenny im Winter Wonderland. Ganz schön geschneit. Was noch im Harz? Ja. Das war schön im Roten Bären in St. Andreasberg, ne? Ja, wenn so gut ist. Hast du noch keine Langläufer gesehen? Nee. In der Feldmark? Waren früher immer. Axel, ja. Nein, auch wie wir noch jünger waren und so. Haben sie noch mal Schnee angesagt. Das sieht echt grau aus, ne? Ja. Uhr 54. Ach, kann ich euch nicht erzählen, schade. Kottenhaus. Alles erzähle ich ja nicht, aber es war gut. Ach, und die da. Ja, das war netto. Nur so Spükenkram. Pudding, Joghurt, diese Okinawa-Sticks oder wie die heißen, so eine Orangen. Die isst Alex und Christine gerne in so weiß, so Fischimitat. Corrado, wie heißen diese komischen hässlichen Fischsticks? Die aussehen wie Plastikstangen. Surami. Surami. Ich habe den Kindern jeden noch eine. Das ist ja dann auch schon was wert, ne? 4 Euro Nordseekrabben. Achso, Moment. Gott. Svenny macht hier auf Hot Wheels. Kein Vater mit dem Schlitten draußen. Komm, heute lassen wir Mutti mal ausschlafen. Frühstück bringt mir auch noch ein Bett. Ich mich die ganze Woche um das Bald. Also würde ich das auch nicht wollen. Entweder freiwillig oder gar nicht. Ich würde auch nicht fragen. Und hat doch Stolz. Aber es ist hübsch, ne? Alex sagt auch, also wenn das jetzt so kein Grashalmchen rausguckt und so, dann sieht das richtig schön aus. Und Crispin sagt, am schönsten findet er immer unseren Garten, wenn er verschneit ist. Ja. Sind für unsere Vögelchen schon Streufutter mitgenommen, ein Sack. Und jetzt, lass dir Zeit. Wie viele Hosen hat denn der an? Oh Gott. Ja, Nussstangen, ne? Weil jetzt soll man sie dann ja füttern. Eigentlich das ganze Jahr über. Außer Enten soll man nicht füttern mit Brot. Dann müssten wir ja jetzt dann Igel, wenn der Igel noch unterwegs ist, Igelspuren sehen, ne? Ja, im Häuschen ist er nicht. Und die drei anderen ja auch, die dann mit ihm mitgelaufen sind. Bei uns war ein Igelauflauf, sagt Sven. Oh Gott! Das war
klar, aber sie sind abgehauen, weil den anderen ja aus Versehen so ein bisschen umgestopft ist. Wir sind gleich ins Beet. Eine Muffin hat die doch früher ins Maul genommen, den Ball. Verkehr konzentrieren und nicht mit dem Handy, ne? Aber hier diese Werbung da, da guckt man doch automatisch hin. Ja. Das lenkt doch auch ab. Ja. Überlegen gar nicht. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wie das Wetter im Ausland ist. Guck mal, die haben hier noch diese Weihnachtsschmückung von 1950 an den Laternen. Oben Dörben stört das nicht aus. Scheibe mit Kartenschinken, ne? Ja. Und ein Stückchen Gurke. Mit Messer und Gabel. Der Kamin knistert im Ofen. Der Kamin knistert im Ofen. Ich sage, ich meine das Kaminholz. Das Holz knistert im Kamin, so. Das ist, wenn ich mit Gedanken schon wieder weiter bin. Und irgendwas rede. Ich möchte nicht wissen, was ich immer so rede in meinen Videos. Du solltest immer mal so Kontrolle machen. Ja. Eine Abnahme. Hier ist es aber ganz schön winterlich, ne? Ja. Wie in Winterberg. Da sind seit gestern auch, haben sie schon eröffnet. Ski. Aber die haben da auch so eine Schneekanone. Die erwarten noch. Ansturm, ja. Das ist ja nicht weit weg von Gidde, Winterberg. Die alte Schenke, wenn du da abends reingehst, ne? Stellauer. Dann drehen sich bestimmt alle um, also, und hören auf zu reden, ja. Wenn da ein Fremder reinkommt. Bille und ich doch da in Boltenhagen mit diesem Derek Jagd Restaurant. Stem Vardy. Straße, die nach Basbüttel führt, da zurück. Ja, eigentlich wollte ich da hinten raus. Wir haben jetzt mal 10 Minuten. Waren wir nicht eben schon durch Stempfade gefahren?
schon wieder Stimmwadeln. Oder fahren wir immer im Kreis? Bösenmarkt. Kunstmarkt. Tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber ganz oft, also wenn ich denn mal mit so einem hier bin, sieht da immer irgendwie so eine Künstler. Wenn ihr wisst, was ich meine. So echte. So. Es gibt jetzt einen Büßner Hall. Das war ein 3-in-1. 3-in-1, nicht 2-in-1. Kitty, hast du das per Express geschickt? Das Paket ist schon da. Also kann ich morgen aufmachen? Vielleicht kommt deins ja heute auch. Ja, ein Bösner Haul. Und zwar zeige ich euch das jetzt. Ich habe mir einmal gekauft Sculpey Air Dry Porcelain für feinere Modellierarbeiten. Fein, ganz fein. Einmal ein Kilo Block Keraplast in einer Frischhaltebox. Deswegen habe ich das natürlich auch gekauft. Lufthärtende Modelliermasse gebrauchsfertig. Und dann kann ich die nämlich immer schön wieder, damit sie nicht austrocknet. Zum Reparieren und Retuschieren eine Gipsbinde. Ein Skizzenblock für mich, Watercolor für meine Ideen. Und Swatches und Dodges von Hahnemühle, Akademie Aquarell. Naturweißes Aquarellpapier mit feinkörniger Struktur. Auf Vorder- und Rückseite geeignet für alle nasse Techniken. Für meine Modellierarbeiten, Modellierwerkzeug aus Holz. Holzi, Holzi, Holz. Von Schminke einmal Aluminium für Aquarell, so als Highlights. Ein Aquarell-Bindemittel. Einmal Gummi-Arabicum. Gouache, eine große Flasche Gouache, weiß braucht man immer. Und hier noch einmal Acrylbinder. Dann drei von Sakura. Pigma Micron 3 Fineliner in den Stärken 020408. Und jetzt kommt das absolute Top-Highlight. Ich habe etwas Neues entdeckt und Neues in meiner Bastel- und Kreativwelt. Ich bin immer ganz geflasht. Das durfte auch vorne mit auf dem Beifahrersitz fahren. Und zwar ist das dieser Kasten. Das sind, ich lese mal eben, 6 wasserlösliche Perlglanzfarben. Die Farben der Flip-Flop-Farbe ändert sich je nach Blickwinkel. Ich weiß nicht, da gab es, glaube ich, 8 oder 10 verschiedene, immer in so ein 6er-Set, diese Kästen für Kalligrafie, Malerei und Grafik.
Und ich hätte da stundenrund gucken können, welche ich mir nun hole. Und ich habe mir die geholt. Das sind die Farben. Von Feintech. Und das war noch einer der günstigen. 39,95 die 6 Farben. Je nach Farbe schwankt der Preis. Da seht ihr, das ist dieses Changierende. Ja, war ich total happy. Ich habe mir noch einen, so ein Leerdings, man kann sie auch einzeln kaufen. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel so ein 6er-Set, da gefallen mir nur 3 von, bringt mir das ja nichts. Und man kann sie einzeln kaufen. So, das, ja, und Gummi-Arabicum und Binder und so für meine selbst angerührten Farben. Aquarellfarben. Ach nee, und dann hatten sie ja wohl die günstigen Bösner-Aquarellkarten nicht mehr, weil meine von Yoda gehen ein wenig zur Neige. Die hatten nur noch von Hahnmühle, die etwas teureren. 4 Stück über 40 Euro. So geht das Geld dann dahin, ne? Deswegen sage ich, wenn man auf Taschen verkauft und man finanziert sich dann dadurch eben halt das Hobby. Das war mal eben jetzt für die paar Teile 207 Ditscher. Und das sind die Hahnemühle. Aber da habe ich jetzt erstmal 4 Packungen von. Da kommt man ja eine Ecke weit mit. Ja, der kleine Seemann, der Matrose, der Räuchermatrose ist auch auf dem Weg. Die Postkarten auch. Ich glaube, 2 Sets gehen, glaube ich, nach Wangerooge. Ist alles auf dem Weg. Muss man nur sagen, Hermes, wo kein Schneelicht kann gelaufen werden. Eine Zero-Cola mit zwischen hier. Ich muss immer ganz ehrlich sagen, so bei Bösner, jetzt nichts gegen, ne? Kein Motzen oder so, aber so eine Verkäuferin, so ich finde immer so, gerade in so einem Kreativbereich und so, man kann man doch auch mal so bisschen fröhlich. Ich meine, vielleicht hat sie einen schlechten Tag oder so, aber ich meine, auch so. Wenn Sven dann fragt, wo haben sie denn Luft hätten eine Modelliermasse und so, dann kann man ja sagen, oder, ne, so und so, kann ich noch was helfen, oder was willst du jetzt machen? Ja, du kannst jetzt Schnee schieben gehen. Ja. Ich würde den Leuten da immer klingeln, an den Backen sulzen. So nämlich. Was ich erwarte, ich muss hier mein Sketchbook entbuckeln. Wisst ihr, was ich auch immer gerne mache? Gibt das auch so bei Büchern, wenn man sich die neu kauft und so. Das kann auch ein Telefonbuch sein. Gibt's ja nicht mehr. Gibt's wohl schon noch, aber scheiße, brauchen wir nicht. Ja, ich will meinen Kaffee genüsslich schlürfen und mir meine Sachen. Ich freue mich so über die Sachen. Sagt Sven, unseren Mörser hatten wir noch, ne? Ja, ich habe den nie kaputt gemacht, sagt er. Ich müsste mal meine Kreativecke wieder aufräumen, wischen. Sieht sehr kreativ aus. So, guck mal, meine Weihnachtsdeko. Ein Stern über ein Video und ein so ein Hängerchen. Ja, wir sind spartanisch unterwegs heute. Nein, ich werde jetzt dieses Video, auch wenn es so...
kurz und knapp ist. Er kann nicht mehr so gucken. Er sieht nicht. Soll er? Er kann doch nichts dafür, er hat doch gemacht. Ach, hat er, wer hat denn gebellt? Ja, Futterneid. Lass ihn in Frieden. Stimmt. Hier ist immer irgendwas. In der Hintergrund läuft Bundesliga. Ja, ich werde jetzt dieses Video. Sag mal, Muffin. Okay, ich beende es jetzt hier. Ich habe mir einen Kaffee gekriegt und wir wollen jetzt im nächsten Video, was hier jetzt hinterfolgt, ein Wichtel basteln, hatte ich euch versprochen. Und holt euch die Materialien, die ihr braucht, oder ich sag sie euch. Gruß, Kuss und einen schönen Samstagschluss.